Verpasst nicht diesen Pokémon-Sale, denn da sind ein paar sehr, sehr nice Schnapper mit dabei. Und den Sale finden wir heute bei PokeWirt, denn unglaublich viele Sachen im Angebot, 5 Seiten voll und die Preise sind teilweise wirklich krass. Wir haben hier Blister für einen 10er und so banal es klingt, hier fehlen mir sogar noch die Promokarten von dem Set. 3 Booster, 10er, finde ich sehr, sehr hot. Da waren auch Blister gewesen für 7,99, aber ich glaube, die sind schon ausverkauft. Hier Obsidian Flammen ist dabei, Astral Radiance für 30 Euro. Das hier ist sehr, sehr hot, wenn man japanisch aufmachen will. 80 Euro für ein Display. Ich meine, der Marktpreis war bei um die 90 Euro. Das ist sehr, sehr, sehr big. Was haben wir noch? Die Partner-Tins haben wir im letzten Video aufgemacht, Obsidian Flammen, aber auch hier kam es in Purpur für einen 10er. Das ist krass. Morpeko V, 24 Euro. Das sind nicht viele Booster, aber du bekommst ja sehr viel mit dabei. Die Matte zum Beispiel. Und was sehe ich hier noch so? Sinnoh-Tints sind sehr, sehr, sehr stark. Ein bisschen One Piece, ein bisschen Yu-Gi-Oh! Hier die Eraser-Blister. Da muss ich sagen, da fand ich die vorherigen aber wesentlich besser. Lorcana war sogar mit dabei. Ich sehe im Discord, dass viele Bock haben auf Lorcana. Auch die Deckbox, das ist interessant. Die habe ich mir tatsächlich auch vorbestellt im Pokémon Center. Aber hier 75 Euro. Ich denke, das, wenn man Interesse hat, ist das ein sehr, sehr starker Deal. Und das hier, genau, das habe ich eben gesucht. Das hat mich auch neugierig gemacht, die Enhanced 2-Pack Blister. Denn wir haben hier strahlende Sterne deutsch mit drin, auch wenn man es nicht so leicht erkennen kann. Und die 3 Birds haben den Promo-Foil-Effekt. Das schauen wir uns gleich an. Und auf der letzten Seite haben wir, ja, noch kann man sehen, Purpur Base-Set für 115 Euro. Und das Beste, wenn ihr jetzt den Code Serhash eingibt, bekommt ihr auch noch ein gratis Booster ab 30 Euro ein. Einkaufswert. Und das supportet auch aktiv den Kanal. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank, Freunde, für euren Support. Ich schätze das wirklich sehr. Auch vielen lieben Dank an PokeWirt fürs Bereitstellen der heutigen Produkte. Jetzt würde ich sagen, probieren wir mal einfach unser Glück mit den Blistern aus dem Sale. Wir wissen alle, Freunde, wie die ausfallen können mit der Pullrate. Bei denen freue ich mich am meisten tatsächlich. Ich würde einfach mal sagen, wir starten hier mit Silberne Sturmwinde, Silber Tempest und endlich habe ich auch noch die Promokarten und ich muss mir noch nach und nach alle Promokarten holen aus Sonne, Mond, sage ich, Schwert und Schild, bevor ich mit Kamis in Purpur reingehe, weil sonst wird das einfach zu viel. Wir starten hier mit dem Togetic und es gibt nichts. Es geht nichts, was besser ist als dieser Promo-Foil-Effekt. Es ist einfach unglaublich und ich finde das so toll, dass wir das auch bei Kamis in Purpur haben. Hier einmal die Codekarte für euch und den Pikachu-Coin nehmen wir einmal mit. Und ja, Silberne Sturmwinde, es ist irgendwie Fluch und Segen zugleich, dass wir so viel davon aufmachen. Auch bei den ganzen Rossmann-Openings war Silberne Sturmwinde immer mit am Start gewesen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein mit dem ersten Booster. Einmal der Code für euch. 1, 2, 3 nach vorne. Faustamarker. Und was möchte ich aus Silberne Sturmwinde mitnehmen? Muss kurz die Kamera richten. So. Was möchte ich da mitnehmen? Tatsächlich das Incognito-Alternativ. Wir haben ja schon das Lugia gezogen. Wir haben auch schon das Regidrago gezogen. Meine Lieblingskarte aus dem Set. Mal gelassen. Ich hol's. Oh mein Gott. Oh. Und jetzt muss einmal das Incognito ran. Das Alternativ. Oh mein Gott, das würde ich fühlen. Leider sind die ein bisschen off-center, aber hey, für 10 Euro ein Blister original verpackt, würde ich mich einfach nicht beschweren, weil das wirklich ein guter Deal ist. Und ja, der Sonnenbrand, ironischerweise an den Armen, die man im Video sieht, ist noch da. Aber hier seht ihr im Gesicht, lässt er schon langsam nach. Aber okay, es braucht anscheinend ein bisschen, bis der verheilt. Im zweiten Pack haben wir das Lugia Artwork. Und da ziehen wir jetzt vielleicht auch die Lugia Alternative raus. Würde mich nicht beschweren. Finsternis Energie. Und lasst mich auch gerne wissen, wie findet ihr den Sale? Habt ihr was mitgenommen? Oder was würdet ihr euch gerne mitnehmen? Ich finde das klasse, dass da so viele unterschiedliche Sachen im Angebot sind. Nicht nur Pokémon, auch Lorcana. Direkt gleich Lorcana im Sale. Und ich sehe im Discord, ihr habt, oder die Leute haben Bock auf Lorcana. Das ist auch sehr, sehr interessant. Swirlix und ein Dragapult holographisch. Okay, wir haben noch einen Booster, Silver Tempest. Aber ja, Lorcana. Ich bin gespannt, wie das sich so in der Zukunft entwickeln wird. Weil bei Pokémon ist der Vorteil, wir haben halt so viele unterschiedliche Pokémon. Die sind halt nie langweilig quasi. Aber bei Lorcana Disney, ja, wobei, es gibt auch viele Disney-Charakter. Daher können sie auch gut rotieren. Okay, wir gehen rein. Letzte Booster vom ersten Blister. Candice Full Art aus der legendären Norbert Arena. Nehme ich mit Togedemaru. Etelili. Pikachu mit Togedemaru hier im Hintergrund. Schaut euch das mal an. Das ist, hallo? Die war doch gerade eben auch hier gewesen. Wo ist die Karte hin? Wartet mal. Ich finde hier gerade
Hä, wo ist die denn? Ah, hier ist ein Stahltyp. Ich habe eben nach einer Elektrokarte gesucht. Da ist es Zoge de Mauro aus dem Hintergrund. Sehr, sehr cool. Und das Morpeko fehlt noch. Okay, Fukano. Klink, keine Galeriekarte und einmal Among Us. Okay, Freunde, wir gehen rein. Mit dem Blister, den nehmen wir uns bis zum Schluss auf. Da ist das beste Booster für heute drin. Und das ist Strahlende Sterne. Strahlende Sterne für mich zweitbeste Set aus Schwert und Schild. Und wir gehen hier rein. Nochmal mit dem Pikachu-Coin, aber das wundert mich. Er hat hier so eine kleine Beschädigung. Nee, es war einfach nur Dreck. Ja, Strahlende Sterne, zweitbeste Set meiner Meinung nach aus der Ära. Und wir haben hier, oh, das sieht so gut aus, das Mana-Vieh als Promokarte. Die beiden haben mir noch gefehlt. Jetzt habe ich sie für den Promo-Ordner. Wir gehen nochmal rein. Drei Booster. Silber, Tempest, silberne Sturmwinde. Auf geht's. Wir haben uns jetzt gut aufgewärmt. Einmal die Codekarte für euch. 1, 2, 3 nach vorne. Feuerenergie. Feuerenergie, Freunde. Okay, jetzt brauchen wir einen Feuerhit mit Donphan. Einmal den Embryo. Wailord. Wie groß ist der eigentlich? 47,7 Feet. Okay, Indeedi. Ach komm, Sunkern. Klink. Petilili, Espur und Neuwern. Leider nicht. Komm, aus dem Lugia Booster. Die Lugia Karte wäre sehr, sehr cool. Okay, der Code spoilert uns. Aber das müsste doch ein Hit gewesen sein mit dem grünen Code. 1, 2, 3 nach vorne. Feuer, Blitzenergie. Und wir starten mit einem wunderschönen Vulnona Lepumentas Hypno. Die Katze, die haben wir auch im Discord als Sticker. Gramurx, Wablu, komm, Rotom und Imolga. Ah, Ursaluna V nehmen wir mit. Letzte Booster aus dem zweiten Blister. Und dann sind wir schon beim letzten Blister angekommen, Freunde. Es geht so schnell. Einmal der Code für euch. 1, 2, 3. Aber ich finde auch so Blister-Angebote gut für die Sealed-Sammlung. Zur Seite legen, ein schlafendes Golbat. Ich sehe zum ersten Mal ein schlafendes Golbat. Kann ich auch auf meiner To-Do-Liste jetzt abhaken. Die Gym-Trainer. Die Blister für die Sealed-Sammlung irgendwann mal, wenn du Lust hast, weil ein 10er, da waren sogar welche für 7,99 von Entwicklungen in Paldea, aber die waren, glaube ich, sofort ausverkauft. Das ist, glaube ich, oh mein Gott! Oh mein Gott! Da habe ich aber gleich reagiert. Wir ziehen eine Trainergalerie Corby Knight. Ah, oh, ist das eine nice Karte. Sehr, sehr cool. Ich glaube aber, die habe ich schon gezogen. Oder die V-Max, eine von beiden. Aber die nimmt man mit. Dicker, dicker Fisch aus den Dreierblistern. Super gut. Und jetzt kommen wir zu dem Highlight. Für mich das Highlight. Das sind die Enhanced Blister. Enthält drei holographische Promokarten. Sogar auf Deutsch. Und wir erkennen es hier ein bisschen. Das sind andere Promo-Foil-Effekte, weil die haben normalerweise den Schwert- und Schild-Promo-Foil-Effekt. Aber hier haben sie sich gesagt, die Pokémon Company, da geben wir euch einfach den schöneren Holo-Foil-Effekt. Ich muss gut aufpassen, dass ich das hier nicht... Ups. Beschädige. Wir starten einmal hier mit dem Coin. Das ist halt nice. Die haben mir noch gefehlt. Schaut euch das mal an. Ah, oh, stellt euch mal vor, sie hätten jede Schwert- und Schildkarte mit diesem wunderschönen Promo-Foil-Effekt bestückt. Einmal der Code für euch. Dann einmal das Arktos bei ihm. Ich finde, bei blauen Karten kommt das richtig gut rüber. Und bei Zapdos, da geht es ein bisschen unter der Promo-Foil-Effekt. Aber so schaut das Ganze aus. Das sieht schon gut aus. Also es lohnt sich wirklich, wenn du vorhast, die Packs aufzumachen. Vor allem mit strahlenden Sternen. Ich glaube, das Pack alleine bezahlt schon fast den Blister. Ich weiß jetzt nicht, wo strahlende Sterne liegt. Aber Deutsch, das zweitbeste Set, das ist, glaube ich, erstmal eine Ansage hier. 1, 2, 3 nach vorne. Wasserenergie, Finsternisenergie. Und wir gehen rein. Wir fangen nochmal an mit einem schlafenden Golbat. Kimono-Trägerin. Donphan. Das Barschwar. Sphinx. Weberak, Tanhel, komm. Komm. Uhafnir und einmal Zeraora. Wir strecken uns. Der Sonnenbrand ist einfach noch immer real. Wir strecken uns und machen uns fertig für strahlende Sterne. Und es sieht so gut aus. Also strahlende Sterne haben sie so gute Booster einfach gegeben. Hier mit dem Arceus-Cover und das Slurak-Alternativ, das Arceus-Alternativ. Das sind wirklich tolle Karten. Noch die Rainbow Faustar-Karten. Das goldene Faustar Arceus, also das ist wirklich ein tolles Set.
Feuerenergie, Pflanzenenergie mit den ganzen Galeriekarten. Okay, wir gehen rein. Lasst gerne ein Like und ein Abo mit der Glocke da, um das zu supporten. Es geht schnell, tut nicht weh und hilft mir, mehr Content für euch zu produzieren wie diesen hier. Und wie dieses Milizer schaue ich aufrecht in den alternativen Artwork-Kit, den wir jetzt gleich ziehen werden. Komm, Resla Deago, Marmelin, komm, Kaumalat. Klick die Klack. Und haben wir noch einen dicken Hit oder nicht? Einmal, ey, Elfun Fausta ist sehr solide.